nächste Nachtschicht an. Es gibt Urlaubsorte auf der Welt, da will man sofort wieder weg. Oder aber für immer bleiben. So einer ist das hier. Früher mal ein Fischerdorf, heute der größte Rummelplatz auf Erden. Und Heimat für tausende Deutsche, die sich abgemeldet haben vom grauen Alltag zu Hause. Sie leben jetzt in Pattaya. Es gibt keinen Platz in der Welt, wo so viele Nationalitäten aufeinandertreffen und es so wenig Probleme gibt. Besonders Senioren haben den thailändischen Badeort in ihr Herz geschlossen. Ich war schon 4-mal verheiratet mit einer schönen Thai. Eine ist verstorben und die anderen waren auf einmal nicht mehr da. Täglich Sommer, täglich Remi-Demi. Für Glücksritter der ideale Lebensmittelpunkt. Das Hauptsächliche, was mich am Thailand an Pattaya reizt, hier ist Geld. Hier kann man Geld verdienen und deswegen bin ich hier. Doch die meisten der rund 10.000 Deutschen in Pattaya, männlich, ledig alt, leben von ihrer Rente, bleiben am liebsten unter sich und pflegen deutsche Gemütlichkeit. So, jetzt will ich mir erstmal hinsetzen. Wenn du den ganzen Tag liegst, dann bist du frei, wenn du mal sitzt. Ein paar Seitenstraßen entfernt von Gogo-Bars und Anmachläden trifft sich die deutsche Kolonie. Hier in Little Germany regiert Thorsten Göbel. Alle nennen ihn nur Torti. 2004 kam er nach Thailand und blieb einfach hier. Ohne Arbeitserlaubnis. Seine Geschäfte, einen Motorradverleih und einen Massagesalon, lässt Torti von Einheimischen managen. Er selbst zieht Strippen und lässt sich blicken. Abend für Abend ist was los vor Tortis Läden. Alle Stammgäste. Alle, die da sitzen. Das Durchschnittsalter kann man sagen, ist auch über 60 meistens. Und die brauchen keine laute Musik, die brauchen keine Anmache von irgendwelchen Frauen oder Ladydrinks. Oder dann kommen sie eben zu mir, können sie in Ruhe was trinken. Hier trifft sich die halbe Nachbarschaft. Urlaubsgäste und Residents, wie sich die Ausgewanderten auf Neudeutsch nennen. Wer sich nach einer Ehe mit einer Thai-Frau sehnt, sich aber nicht allein ins ferne Asien traut, um den kümmert sich Dieter Horay, Heiratsvermittler aus Überzeugung. Die deutsche Frau geht dann eher in die Gleichberechtigungsschiene und die Thailänderin, die umsorgt den Mann. Und die umsorgt auch, sagen wir mal, den älteren Mann. Altersunterschiede, die vielleicht in Deutschland unnormal wären. Ich sage mal, ein 60-jähriger Mann, ja, der möchte natürlich keine 60-jährige Thai-Frau heiraten. Die haben wir auch gar nicht in der Vermittlung. Ein paar tausend Euro kostet eine Ehe. Sprachkursus und Flüge für die künftige Gattin inklusive. Viel Geld. Doch dafür verspricht Dieter, dass jeder Kunde was Passendes findet. Die habe ich gestern Abend kennengelernt. Und sie arbeitet in einem Büro, ist 37 Jahre alt und ledig, keine Kinder. Sieht man noch das zweite Bild hier? Hier. Ja? Und die Frauen, die stellen sich bei mir natürlich auch vor, weil sie wissen, dass wir das seit 20 Jahren machen und dass vielleicht viele Freundinnen von ihnen schon durch uns verheiratet sind. Hier kennt jeder jeden und macht für sich Reklame. Eheanbahner, Kneipier, Motorradverleiher. Man versteht sich, weil alle die gleiche Sprache sprechen und profitiert von Tortis Kontakten. Die reichen bis ganz oben. Das sind zwei nette Polizisten, die wir so kennen. Die kommen auch mal am Feierabend Bier trinken. Ja. Aber erst nach Feierabend. Nach Feierabend. Erst nach Feierabend. Während dem Dienst nicht. Ne? Feierabend. Feierabendbierchen. Da wundern sich nur die Neuen in Tortis Runde. Ein thailändischer Uniformierter, der fast akzentfrei Deutsch spricht. Wie das? Nein, ich bin hundertprozentig Thai und auch in Thailand geboren. Ich bin mit 15 in Bassan Sufeln zur Schule gegangen und in Burghotel Blomberg habe ich meine Ausbildung gemacht und danach in Bielefeld in einer Veranstaltung GmbH, Ravensberger Parkveranstaltung GmbH. Ich glaube, 18 Jahre lang habe ich dort gearbeitet. Pattayas Touristenpolizisten schätzen Tortis ruhige Runde. Ein paar Kilometer weiter müssen sie schon mal für Ordnung sorgen. In der Walking Street, dem Epizentrum. Hierhin strömen die Vergnügungshungrigen zuallererst. Zum Sündenpfuhl aus Gogo-Bars und jungen Mädchen, dem Spielplatz für Erwachsene. Wer schon länger in Pattaya lebt, schaut nur hin und wieder mal vorbei. Aber wenn, dann lieber ohne Ehefrau. So wie Frank Wagner, seit 2 Jahren mit einer Thailänderin verheiratet. Wenn mal irgendwelche Anlässlichkeiten sind, gerne. Manchmal gehe ich auch, wenn ich eine in den Socken habe, dann fahre ich auch noch mal hier rum. Dann bin ich meistens um 5 Uhr zu Hause, habe Ärger mit der Alten. Wieso? Ja, weil die nicht so einen Bock drauf hat, dass ich halt in der Blockobar spiele. Ne? Aber egal, da muss ich dann durch. Ne? 51 Jahre alt ist Frank Wagner jetzt, hat viel Mist gebaut in seinem Leben und ist inzwischen sicher, Pattaya hat ihn zum guten Menschen werden lassen. Ausgerechnet Pattaya. Ich habe 2-mal im Gefängnis gesessen wegen internationalen Drogenschmuggel. Einmal mit über 100 Kilo Marihuana oder Haschisch nach Japan, habe ich in Japan gesessen im Knast. Und einmal in Belgien und dafür haben sie mich dann in Deutschland eingesperrt. Da ging es um 52 Kilo Kokain. Also wenn du so ein bisschen kleinere Gliedmaßen hast, ob Mann, ob Frau, hier wird direkt gespritzt, Botox vom Allerfeinsten. Ohne Rezept und ohne alles. Okay. Und was kostet der Spaß? Keine Ahnung, ich denke mal 200 Baht, 300 Baht. Ich will jetzt auch nicht unbedingt fragen. 200 Baht, rund 5 € für einmal dicke Lippe. Frank hat anderes vor. Endlich mal wieder abtauchen ins bunte, längst schon nicht mehr billige Nachtleben. Ohne Kamerabegleitung. Frank hätte nichts dagegen. Aber die Regeln, auch was das Filmen betrifft, sind strenger geworden, seit das Militär regiert. Kontrolliert wird alles und überall. Zum Beispiel ohne Helm oder Führerschein Moped fahren. Früher selten ein Problem, kann jetzt teuer werden. Normalerweise bräuchte man internationale Führerschein. Es kann aber sein, dass ein oder der andere Polizist sagt, okay, komm, na, du hast das, hast schon mal da mitgefahren. Bei uns hier in Thailand, das System besagt, zum Beispiel, ohne Führerschein, bis 1000 Baht. Bis 1000 Baht. Ganz ohne Führerschein. So, das hängt aber davon ab, wie viel der Polizist an der Polizeipräsidium dann verlangt. 1000 Baht, immerhin an die 30 €. Aber ob die Strafe fällig wird und wie hoch sie dann ausfällt, das entscheiden letztlich die Beamten vor Ort. So wie früher. Wir sehen uns. Ciao. Mitternacht. Die netten Polizisten rücken ab. Und Torti hat seinen Gästen mal wieder gezeigt, wie gut er vernetzt ist. Morgens um 7 lässt Pattaya viel von seinem ursprünglichen Charme spüren. Noch nicht viel los. Die Stadt schläft ihren Kater aus. Und das hätte Thorsten Göbel vor Jahren auch getan. Geht nicht mehr. Torti muss sich um seinen Sohn kümmern. Der heißt Marc, ist 3 Jahre alt und Papas ganzer Stolz. Marcs Mutter, eine Thailänderin, war irgendwann nicht mehr da. Was guckst du? Kaninchen, Mann? Musst du gleich in die Schule, ne? Wann bist du denn heute aufgestanden? Wann bin ich denn aufgestanden heute? Um 7? Halb 7. Das ist eigentlich zu früh für mich. Ne? Ja, um 10 Uhr ist okay. Gestern war nicht ganz zu spät, aber geht doch schon mal bis um 1 oder bis um 2. Und da kannst du dann schlecht um 8 Uhr aufstehen und das Kind fertig machen für die Schule. Dafür habe ich dann meine Kinderfrau. Katze. Nicht so viel jetzt vor der Schule, einmal. Willst du das essen? Wo Mama steckt, weiß Torti selbst nicht so genau. Mama ist arbeiten. Ja, kann ich jetzt vor ihm nicht so. Mama nicht. 3 feste Beziehungen hatte Thorsten schon in Thailand. Funktioniert hat keine. Jetzt ist er alleinerziehend. Mit Kindermädchen. Ja, das ist die Ming. Wo die da mitgekriegt hat, dass meine Frau weg war, brauchte ich ja jemanden, der auf mein Kind aufpasst. Und dann hat sie sich angeboten. Da haben wir das probiert. Klappt wunderbar. Die sitzt mit denen im Buddelkasten, spielt. Und Essen klappt alles. Duschen, Zähne putzen. Ja, also funktioniert alles super. Und mein Sohn kommt natürlich mit ihr auch klar. Das ist ja auch sehr wichtig. Ne? Ja, hier wohne ich seit 12 Jahren. Hier ist im Prinzip für meinen Sohn der Spielbereich. Hier schläft das Kind mit der Nanny. Er hat extra kein Bett, weil der ist immer ein bisschen in Bewegung. Dann ist der mal runtergefallen. Ja, ich bin eigentlich zufrieden hier. 3 Zimmer, 3 Bäder. bezahlen tue ich so 18.000 Baht, das sind so 450, 460 Euro. Hier kann ich sehen, was in der Massage und im Moped-Verleih passiert, wenn ich nicht da bin. Schon interessant, wenn man manchmal sieht, der kommt und der kommt. Man sieht, was im Laden los ist, wenn man nicht da ist. Also das ist schon nicht verkehrt, wenn man das hat. Ja, und hier ist im Prinzip mein Fernsehbildschirm. Ne? Hier haben wir im Prinzip deutsches Fernsehen. Kannst du 14 Tage, kann man hier zurückgehen. Du kannst jede Uhrzeit hier einstellen. Kluckst dir zweimal an. Dann es geht vor allem darum, das sind ungefähr 25 Euro im Monat, aber das muss man sich schon gönnen. Ja, schönes Wetter haben wir heute auch, Regen. Ich sag mal, ich bereue nicht, dass ich den Schritt gegangen bin. Ne? Ich bin jetzt 12 Jahre durchgehend in Thailand und dadurch, dass meine Freunde mich regelmäßig besuchen, mein Bruder kommt, Eltern habe ich nicht mehr und also Heimweh, nee, eigentlich nicht, gar nicht. Kurz vor 8. Der Schulbus holt Klein Marc ab. Bis zum Nachmittag ist Torti von seinen Vaterpflichten entbunden. Ja, das geht rucki-zucki hier, ne? Schweden, Holländer, Franzosen. Tortis Nachbarschaft ist international. Vor kurzem ist ein Schweizer zugezogen. Jetzt gehen wir zu Roman. Mein neuer Nachbar im Geschäft und im Haus. Der hat eine kleine Bierkneipe neben mir übernommen. Ja, und dann wollte er auch vernünftig wohnen. Dann hat er sich das hier angeguckt und dann hat er sich hier auch ein Haus genommen. Ne? Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe schönes Wetter mitgebracht. Ja, wunderschön. Willst du näher mitkommen? Ich will im Makromarkt was einkaufen. Ja, weil ich wollte heute das erste Mal kochen. Oh, heute gibt es Frikadellen. Richtig, ja. Gut. Da sagen die Schweizer kochen zu Frikadellen. Aber erstmal hier mal eine Runde schwimmen. Auf jeden Fall. Ich war kurz mein Badetuch. Ja, okay, du. So, jetzt kommt der Torti, der macht eine Miezekatze. Gott sei Dank habe ich in der Schule nicht richtig aufgepasst. Schau vor, hättest du jetzt in der Schule aufgepasst, hättest du irgendeinen Bürojob. Du müsstest arbeiten. Ja, das wäre ja nichts für mich. Roman Vörkel aus Zürich träumt den Traum vieler Neuankömmlinge. Leben im Warmen und es beim Geldverdienen gemächlich angehen lassen. So wie Torti es vormacht. Früher war Roman Automechaniker, dann Angestellter einer Telefongesellschaft. Jetzt also soll eine Kneipe Gewinn abwerfen. Ich habe nie was mit Gastronomie zu tun gehabt. Ich wollte aber schon immer mal was Eigenes machen. Und ich habe noch einen anderen Freund hier, der hat mir die Bar eigentlich so vermittelt. Ich bin aber Gott und froh, bin ich neben dem Torti gelandet. Der hat mir schon sehr viel geholfen. Also Millionär wirst du hier nicht. Ne? Wenn du ein bisschen Glück hast, kannst du gut von leben. Wenn du Pech hast, bist du im Jahr, ein Jahr wieder nach Hause. Kannst du nach Hause fliegen in einem Jahr. Ja, kommt immer drauf an. Also wie gesagt, wenn jetzt einer denkt, er macht hier die Millionen, dann ist er natürlich verkehrt. Ne? Im Schmelztiegel Pattaya vermischen sich alle Kulturen. Doch chinesische Urlauber fühlen sich offenbar nur unter ihresgleichen wohl. Die Reisegruppe verlassen? Bloß nicht. Ein anderes Problem haben russische Touristen. Der Rubel im Keller, ihr Strand halb leer. Nur wenige können sich Pattaya noch leisten. Dass die Russen wegbleiben, bekommt Pattaya zu spüren. Der Bauboom ist zwar ungebrochen, doch viele Apartments, die sie hier Kondos nennen, stehen leer. Martin Baumgartner hat sich vor langer Zeit ein solches Kondo gekauft, finanziert von seiner Firma, für die er im Außendienst tätig ist. Ich bin seit 1997 hier beruflich tätig in Thailand. Ich bin Geschäftsführer von einer Automobilzulieferfirma. Bin dann eben hier runter, habe dann meine 6 Monate gemacht, habe dann verlängert und jetzt sind wir bei 18 Jahren. Sein Arbeitgeber ist froh, dass einer vor Ort ist, der Sprache und Mentalität der Asiaten versteht und sich auskennt in Thailand. Das gehört an einen arabischen Scheich. Der hat sich das vor Jahren gekauft. Und die interessante Geschichte daran ist, der ist eigentlich nur einmal im Jahr hier für eine Woche. Ganz oben, da diese Kuppel, die so aussieht wie eine Moschee. mit einem privaten Fahrstuhl rauf. Das heißt, der hat seinen eigenen Lift rauf, die nur vom Erdgeschoss bis zu seiner Wohnung geht. Doch reiche Scheichs sind eher die Ausnahme am Strand der einfachen Leute. Allerdings, so billig wie früher ist Thailand längst nicht mehr. Der Markt hier im Moment ist eher schwierig. Angebot und Nachfrage. Zu viel gebaut, zu wenig Leute, die kaufen wollen. Darum sind auch die Preise im Moment so um 15 bis 20% nach unten gegangen in den letzten 2 Jahren oder 1,5 Jahre. Und man weiß nicht, wie sich das weiterentwickeln wird. Manager Baumgartner muss sich keine Sorgen machen. Er verdient gut. Und sollte das mal nicht der Fall sein, hat er ja noch sein Apartment. Zurück nach Österreich? Er kann es sich nicht vorstellen. Wer einmal Fuß gefasst hat in Pattaya, den haut so leicht nichts um. Gastwirt Peter Wolfram zum Beispiel musste sein altes Lokal Anton schließen. Also macht er einfach einen neuen Anton auf. Wie immer hier, einer muss nur mit dem Telefon spielen, 2 schauen zu und einer arbeitet. Das ist ja ganz normal. Aber wenn man dann sieht, was sowas kostet, so ein Zaun für 750 €, da kann man ja nun wirklich nicht meckern. Wozu überhaupt ein Zaun? Ich habe ja viele Familien von meinem alten Laden her noch, die kommen hier. Ich habe selber eine Tochter, die ist 3,5 Jahre. Die Kinder schauen nicht, sie rennen hier auf die Straße und hier ist kein Bürgersteig. Es ist für alles Platz, für die Mopeds, für die Autos, aber für die Fußgänger ist kein Platz. Mit dem ehemaligen Lokal lässt sich der neue Anton nicht vergleichen. Viel kleiner, schwer zu finden. Aber Peter musste sich anpassen an steigende Preise. Eins hat sich nicht verändert. Thailändische Handwerker wollen Bargeld sehen. Jetzt habe ich den Rest dann bezahlt, bin jetzt fertig damit. Aber du weißt nie, kommen sie auch wirklich dann, aber toi, 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 bisher habe ich immer anbezahlt und habe immer meine Leistung bekommen. Weil wenn ich dann versuchen würde, von denen das Geld zurückzubekommen, das wäre absolut chancenlos. Auch er sei chancenlos gewesen, erzählt Peter. Ständig habe der Besitzer die Miete erhöht, bis es Wolfram reichte. Aber aufgeben, zurück in die westfälische Heimat, das konnte sich der Gastwirt nach 16 Jahren im Tollhaus Pattaya nicht vorstellen. Peter, 59 Jahre alt, zog um in eine Nebenstraße und fing ganz klein von vorne an. Früher hatte ich ja morgen schon auf, da war ich an einer stark befahrenen Straße. Aber jetzt geht es erst abends los. Jetzt ist ja mein Koch da, der fängt jetzt an vorzubereiten. Da macht er die Kartoffelklöße. Antons Kartoffelklöße sind ganz wichtig, müssen jeden Tag am Buffet. Hier ist die europäische Küche, hier ist die Thai-Küche, da wird das Thai-Essen gemacht. Das ist ja in Thailand mit den großen Woks. Ich habe gedacht, na, vielleicht ist ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass es Zeit wird aufzuhören, weil die Miete immer höher wurde. Von 20.000 Baht, also von 400, 500 € im Monat, auf 4.500 €. Ungefähr 10% an Miete habe ich jetzt noch zu bezahlen, im Vergleich zu vorher. So, wenn ich dann zumachen müsste, was ja immer durch sein kann, dann wäre doch für mich das hier vollkommen egal. Dann würde ich den Laden wieder zumachen. So viel investieren musste ich hier nicht. Ich hatte alles noch. Das Risiko für mich ist äußerst gering. Auswanderer Peter Wolfram hat vorgesorgt. Ihm gehören 2 Apartments. Die hat er an Rentner aus Deutschland vermietet. Und den Umbau eines Tuk-Tuks zum Privatmobil mit Werbebanner konnte er sich auch noch leisten. Hier ist der Anton früher gewesen. Jetzt der Kiesfutter in Dring, der hat mir den Mietvertrag gekündigt, weil er selber woanders gekündigt worden ist und musste dann seinen Standort wieder zurückhaben. Aber Anton kennt hier immer noch jeder. Auf dem Rücksitz von Peters Reklame-Tuk-Tuk schläft Jenny, seine Tochter. So hätte sich manch älterer Herr aus Deutschland seine Zukunft eigentlich nicht vorgestellt. Junge, meist sehr junge Frau kennengelernt, Vater geworden. Dann von der Frau verlassen und plötzlich in Verantwortung. Vorbei das Lotterleben mit viel zu jungen Partnerinnen. Ich gehöre da natürlich genauso dazu wie viele andere Deutsche hier. Wenn man hier lebt und man ist immer mit jungen Menschen zusammen, dann habe ich halt ein junges Mädchen kennengelernt. Gleich bei der ersten Begegnung ist sie schwanger geworden, muss ich ja wirklich sagen. Und da war ich wieder Vater. Und das war auch in Ordnung. Ich freue mich riesig darüber. Das ist nicht lange gut gegangen. Sie hat sich dann doch ganz schnell wieder für einen jungen Thai-Boy entschieden, was ja auch verständlich ist. Wir verstehen uns gut. Sie kann kommen jederzeit. Wenn sie Geld braucht, gebe ich ihr auch Geld. Sie passt das Kind auf, wenn sie Lust hat. Wenn nicht, passt sie nicht auf. Es klappt ganz gut. Okay. Wir haben heute alles bestellt und ich habe leider vergessen, keine Garnelen zu bestellen, weil die Leute wollen auf dem Buffet heute Makaroni mit Garnelen. Dann hole ich schnell noch 2 Kilo, kein Problem. In Deutschland könnte mir alle gar nicht vorstellen, da wäre man wahrscheinlich gleich ein böser Vater. Schleppt das Kind da schlafend durch die Gegend, aber hier guckt da keiner hin und da macht sich da Gedanken, das ist ja ganz normal. Normal in Peters Gastronomenleben ist und bleibt der Einkauf auf dem Markt. Heute mal mit Tochter Jenny, 3,5 Jahre alt und sowas von müde. Peter könnte auch im Großmarkt einkaufen, alles steril verpackt und abgewogen. Aber hier, sagt er, könne er sich auf Qualität und Frische verlassen. Diese Garnelen sind jetzt nicht so groß, sie sind kleiner, aber für Makaroni mit Garnelen, Sahnesoße sind sie groß genug. Ich habe noch niemals schlechte Ware gehabt. Das wird wirklich frisch geliefert, liegt auf Eis hier und geht sofort weg. Hier ist auch nicht billiger auf dem Markt unbedingt, wie in einem Kaufhaus oder in diesen großen Tesco-Märkten oder Bixi-Märkten. Das kann man nicht sagen, weil es hier auch richtig frisch ist. Auch das Fleisch ist frischer. 14 Uhr ist es jetzt. Im alten Lokal Anton war früher schon viel los um diese Zeit. Jetzt öffnet Peter seinen Laden erst in einer Stunde. Auch Frank Wagner, gestern noch auf der Walking Street unterwegs, nimmt seine Vaterrolle ernst. Hi, Baby. Seit gut 2 Jahren lebt Frank, den sie hier Lochi nennen, in Pattaya. Hier hat er zum ersten Mal eine Familie gefunden. Das ist der Leo, mein Stiefsohn. Das ist die Eo, meine Frau. Und wir leben und arbeiten unter einem Dach hier zusammen. Also wir machen Papiere für Thailand, alles was Ausländer benötigen, plus Führerscheine. Das kann man so vorstellen, man kann die umschreiben lassen oder auch neu machen hier. Man braucht in Thailand wie in jedem anderen Land auch einen Führerschein. Der Kleine gehört halt zu ihr, ist auch ein ganz netter Mensch, ganz lieber Junge. Und ich habe den in den 1,5 Jahren jetzt richtig ins Herz geschlossen. Also ich fühle wie meinen eigenen Sohn für ihn. Ich habe vor, hier in Pattaya zu bleiben und Pattaya reizt mich deshalb, weil so viele verschiedene Nationen hier ist. Und das Hauptsächliche, was mich am Thailand an Pattaya reizt, hier ist Geld. Hier kann man Geld verdienen und deswegen bin ich hier. Also das ist das Büro, wo wir hier arbeiten, wo demnächst auch noch viel Geld gemacht wird, wo ich mir relativ sicher bin. Und ich führe euch einfach mal hier durch so jetzt. Das ist mehr jetzt wie die Thais leben halt, weil ich bin hier zugezogen und sieht halt so aus. Ja, hier ist Küche halt, ne, was man so Küche nennen kann. So, und hier geht es jetzt zum Wohnbereich. Halt, hier halten wir uns dann abends auf, wenn alles vorbei ist, wenn wir das Geld gezählt haben und Kasse gemacht haben. Halt. Ich bin ja ins gemachte Nest gezogen, nur dieses Zimmer haben wir dann halt renoviert. Den Wohnbereich haben wir uns dann ein bisschen schöner gemacht. Halt. So hier schläft die Ehe und ich, da schläft der Kleine. Der fühlt sich da richtig wohl in seinem Zelt. Ist übrigens aus Deutschland, das Zelt. 1795 bei Aldi. Und hier ist der Balkon, wo die Nacht eigentlich nie endet. So, die Elektrik ist, wie man sie in den dritten Weltländern kennt. Da sollte man deutscher Elektriker dran gehen. Spartanisch das Zimmer und vorm Balkon ein Kabelgewirr. Doch Lochi fühlt sich wohl. Jedenfalls wohler als in Deutschland, sagt er. Hier ist alles viel einfacher. Hier stehst du auf morgens und wenn du dann nicht pünktlich bist, sagt keiner was. Ist egal, dann ist es ein bisschen später. Und wenn es heute nicht geht, dann geht es halt morgen. Die ganze Alltagshektik in Deutschland. Warum sind so viele deutsche Leute krank? Warum sitzen die morgens im Bus mit der Flappe so runter? Weil die ihre Alltagsprobleme im Kopf haben. Vielleicht haben sie 2.000 € bei der Bank Schulden. Und der Sparkassenleiter hat gesagt, Frau Müller, wenn Sie jetzt nicht bezahlen, aber dann. Und da machen die sich Gedanken drüber. Die haben gar kein freies Gedenkvermögen mehr. Und das findest du hier wieder. Und ich kann jedem nur raten, wenn ihr das könnt, verpisst euch aus Deutschland. Beruflich will Frank Wagner noch einmal durchstarten. Das Büro im Erdgeschoss teilt er sich mit 2 deutschen Bauunternehmern. Die kommen aus Hamburg, sind Brüder und haben vor mehr als 10 Jahren in Pattaya eine Firma gegründet. Oh, Gerrit. Alles klar? Oh, Dicken. Wie ist es? Gerrit und Mike Köhler haben sich im örtlichen Nachtleben einen Namen gemacht. Die Brüder kennen sich bestens aus mit Gogo-Bars. Die modernisieren sie oder planen und bauen neue. Mit thailändischen Arbeitern und mit deutscher Gründlichkeit. Der deutsche Handwerker ist ein pünktlicher, ein sauberer Handwerker und das lieben die Thais und auch die anderen Europäer, die hier wohnen und was unsere Auftraggeber sind. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber deutsche Gründlichkeit hilft nicht in allen Lebenslagen. Im Notfall müssen sich Auswanderer bis zu diesem Büro in Pattayas Altstadt durchfragen. Hier hilft Honorarkonsul Rudolf Hofer deutschen und österreichischen Auswanderern seit 16 Jahren aus der Bredouille. Bescheinigt Rentnern, dass sie noch am Leben sind. Morgen. Morgen, ja bitte. Muss das einfügen? Ah, Lebensbeweis. Ja. Bitte. Konsul am Ballermann von Thailand. Wie sieht hier der diplomatische Alltag aus? 80% Büroarbeit. Sowas wie das jetzt hier, dass eben die Pensionsversicherung einen Beweis haben will, dass derjenige im Leben ist. Und im Regelfall ist das einmal im Jahr, dass Auslandsdeutsche, Österreicher oder wie in dem Fall, der Mann kommt aus Holland, eine Lebensbescheinigung haben wollen. Und das stellen wir unentgeltlich eben auch aus für Holländer, Franzosen und Belgier. Darauf haben wir uns geeinigt und das ist eine Sache von 2 Minuten und für uns eine kleine, unbürokratische Sache. So, das war's. Okay, danke sehr. Bitte sehr. Einen schönen Tag. Ihnen auch. Danke. Wir beobachten wirklich einen Trend dahingehend, dass die Leute mit ihren Renten in Deutschland eben schlechter klarkommen. Und der Lebensstandard hier, sagen wir mal, nehmen wir mal eine Summe von 1000 mit 1000 Euro Rente, lässt sich hier eigentlich ganz gut leben, wenn nichts passiert. Aber wer keine finanziellen Rücklagen hat oder keine Einnahmen oder keine regelmäßigen Einnahmen und hier in Schieflage kommt, hat ein großes Problem. Und das ist meist eins, das sich nicht am Schreibtisch lösen lässt. Dann chauffiert der Konsul seine Diplomatenlimousine dorthin, wo wieder mal ein deutscher Staatsbürger in der Klemme steckt. Wir fahren jetzt auf die Polizeistation mit anschließendem Gefängnis. Die haben ein eigenes Gefängnis und besuchen einen deutschen Staatsbürger, mit dem wir sehr große Schwierigkeiten haben. Die Schwierigkeiten sind legaler Natur, das heißt, sein Visum ist jahrelang abgelaufen. Und er ist jetzt illegal im Land. Und dazu kommt noch, er ist schwer erkrankt. Und jetzt wollen wir versehen, dass wir ihn so schnell wie möglich nach Deutschland bekommen. Und das ist noch lange nicht in trockenen Tüchern, weil er hat auch keine gültigen Reisedokumente mehr. Das heißt, es muss ein vorläufiger Reisepass ausgestellt werden. Wir müssen sehen, dass wir die Finanzierung des Tickets hinbekommen. Und auch, dass die Strafe für den Overstay, sprich also für den illegalen Aufenthalt, bezahlt wird. Und dann noch den Transport nach Bangkok. Im Hof dieses Polizeigebäudes sitzt der schwerkranke Mann seit Tagen in Untersuchungshaft. Um ihn zu sprechen, braucht Hofer eine Besuchserlaubnis. Nur ein paar Kilometer entfernt, im Gemeinschaftsbüro von Lebenskünstler Frank Wagner und den Bauunternehmern Köhler, gibt's auch einen Notfall. Einen kleinen. Wir müssen in die Walking Street, wir haben da eine Bar und da muss unbedingt das Edelstahl aufpoliert werden und die Jungs kommen nicht rein, da sie keinen Schlüssel haben und da fahren wir jetzt gemeinsam hin, würde ich sagen. Fast jeder Deutsche, der in Pattaya lebt, hat eine thailändische Partnerin und ein Moped. Gerrit und seine Ehefrau rollen seit Jahren gemeinsam durchs Leben, haben 3 Kinder und trotzdem ein grundsätzliches Problem. Die thailändischen Frauen, die sind eigentlich schwer oder gar nicht zu verstehen. Und man sollte es auch nicht versuchen, sie zu verstehen. Eben halt, weil sie anders denken. Sie sind sehr lieb, sehr häuslich, sehr anschmiegsam, aber auch sehr, sehr eifersüchtig. Und da Pattaya ja eine Stadt ist, wo viel Nachtleben auch ist, kann das da öfter mal Probleme geben, wenn man mal mit einem Kollegen oder mit 2 Kollegen ein Bierchen trinken geht. Und das kann auch dann mal passieren, dass dein Frauchen mit mal hinter dir steht, wenn du an der Bar sitzt. Also solche Sachen haben wir auch schon erlebt. Tagsüber ist das Eifersuchtsrisiko gering. Auf der Partymeile Walking Street beginnt das Anbaggern erst, wenn die Fassadenlichter leuchten. Jetzt schauen wir da mal, wo die Jungs sind. Ah, hallo. Das ist der Peppermint-Club oder Peppermint Agogo. Den haben wir auch den Innenausbau gemacht. Der wurde halt schon einige Male umgebaut. Und das Glück haben wir, dass wir das machen dürfen. Hier werden jetzt die Stahlarbeiten, die wir damals gemacht haben, die werden jetzt aufpoliert. Solche Sachen, die werden halt wegpoliert und dann ist das nachher alles wieder schön sauber und glänzt. Wie lange schon spricht Gerrit Thai? Bevor ich vor 16 Jahren nach Thailand gekommen bin, war der erste Weg zur Schule. Dann bin ich 3 Jahre lang in die Schule gegangen und den Rest, den schnappt man halt auf. Ja, wie sagt man, learning by doing, ne? Das war's auch schon. Keine große Sache. Aber Grundlage für den Erfolg der Firma, Zuverlässigkeit. So, weiter geht's. Ein Ruckzuck-Einsatz unter freiem Himmel. Ganz anders als der von Rudolf Hofer. Der muss lange warten, bis er den deutschen Häftling sehen darf. Jetzt sind wir praktisch im Hintergrund von dem Gebäude, wo die Gefängniszellen sind. Er ist jetzt hier seit 4 Tagen. Ich habe für den Deutschen hier einen Antrag auf Hilfe vom Deutschen Hilfsverein, weil wir als Botschaft oder Konsulat haben keine finanziellen Mittel, um den Rückflug zu finanzieren. Er rechnet nicht mit meinem Besuch, weil wir dachten, er ist schon längst in Bangkok. Aber das hat sich um Tage verzögert und deswegen ist er noch hier. Insgesamt 4 Deutsche verbüßen in Pattaya ihre zum Teil sehr langen Haftstrafen. Dieser Fall hier ist vergleichsweise harmlos. Der schwer erkrankte Deutsche lebt seit Jahren ohne Visum in Thailand. Sie können gehen? Ja. Keine Probleme. Gut. Ja, also Sie können aber selbstständig gehen. Ja. Gut. Kann ich Ihnen Geld geben lassen? Geht das? Da können Sie was kaufen, die Lebensmittel? Gerne. Gerne. Ich muss den fragen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss. Und gute Besserung. Ja, hoffentlich nicht bis zum nächsten Mal. Hoffentlich nicht bis zum nächsten Mal. Wird schon werden. Und wie gesagt, in Bangkok und Polen kommt Sie besuchen. Ja? Ja. Alles klar, nicht zu danken. Wiedersehen, ja? Tschüss. Endstation Pattaya. Krank zu werden, kein Geld mehr haben, schlimm genug. Das Schlimmste ist, im Knast zu landen. Die Gefängnisse sind nun mal für Thais gebaut. Und das heißt also definitiv keine Einzelzellen, sondern dass eben viele Menschen in einem Raum sind und sich eine Toilette teilen müssen. Das Essen ist asiatisch, das heißt also sprich thailändisch. Und wer einen schwachen Magen hat, hat definitiv ein Problem. Man sollte schon von der robuster Natur aus sein. Er macht auf mich einen Eindruck, eigentlich besser als ich befürchtet hatte. Den Umständen entsprechend, würde ich mal sagen, ist es noch ganz passabel und ich glaube auch, dass er flugfähig ist und wenn er in den nächsten Tagen nach Deutschland kommt, hat er, glaube ich, gute Chancen, erfolgreich behandelt zu werden. Wie viele Einwohner Pattaya hat, lässt sich nur ahnen. Rund 100.000 Menschen sind gemeldet. Geschätzt leben hier 5-mal so viel. Hinzu kommen jährlich um die 6 Millionen Touristen. Die Folge? Auf den Straßen geht es zäh voran. Deshalb fährt Thorsten Göbel nur Auto, wenn es unbedingt sein muss. Du musst doch aufpassen, auch wenn du grün hast, weil die 30 fahren auch hier alle bei Rot. Keiner hat eine richtige Versicherung, also jedenfalls bei Details ist es zum größten Teil so. Und die fahren zwar alle ein bisschen verrückt, aber irgendwo passen sie dann doch auf, dass sie auch keinen Unfall haben. Neben Torti sitzt sein neuer Kneipennachbar Roman Vörkel. Beide müssen was besorgen. Wir fahren jetzt in den Makromarkt. Das ist wie in Deutschland die Metro. Und da kriegt man dann eben, wie gesagt, größere Sachen, zum Beispiel jetzt für meine Massage, größere Pakete Waschpulver, 20, 25 Kilo Tüten und 30 Liter Weichspüler. Und das kriegst du eben im normalen Geschäft nicht. Ne? Früher war Torti Lkw-Fahrer, Chef einer Olivenplantage und, nun ja, im Rotlichtgeschäft tätig. Aber erst Thailand ließ ihn zur Ruhe kommen. Vom Wetter, vom Preis, vom Essen, denke ich, ist man nirgendwo besser aufgehoben wie in Pattaya. Wirst du nirgendwo auf der Welt dasselbe haben. Wie gesagt, da ist der Preis auch entscheidend. Jetzt holen wir den leckeren Rotwein. Willst du auch einen? Ja. Oh. auch noch Waschpulver, Weichspüler, 20 Liter. Weichspüler, ne, wir waschen die Handtücher selber. Ne? Du hast ein Handtuch für das Kopfkissen, du hast ein Handtuch, wo du drauf liegst, du hast ein Handtuch zum Duschen. Da kommen eine ganze Menge Handtücher zusammen, die du am Tag waschen musst. Ne? Torti, einst Macker, Chauvi, harter Mann, jetzt Profi im Fach Hauswirtschaft. Kneipennachbar Roman braucht noch Hackfleisch. Aus dem will er Buletten machen für Tortis Stammgäste. So haben beide was davon, wenn's voll wird heute Abend. Weite Ausflüge macht Thorsten selten. Da kann man schon mal die Orientierung verlieren. Ich habe vergessen, wo wir geparkt haben. Da müssen wir hin. Wer in Pattaya Geld verdienen will, der muss Ideen haben. Und fest daran glauben, dass sie zünden. Gleich sehen die Brüder Köhler, was aus ihrer neuesten Idee geworden ist. Oh ja, wieso ist denn der feucht? Nee, ich fass da nicht. Okay. Wieso ist denn der nass? Die Baufirma von Gerrit und Mike floriert zwar, aber beide wollen noch mal groß rauskommen. Millionen verdienen mit einem Kraut, das aussieht wie Marihuana, aber ganz legal ist und wahre Wunder wirken soll. Das ist also sehr gut gegen, sagen wir mal, Gicht. Leute, die Gicht haben. Das ist eine Moringa-Seife, eine Gesichtsseife mit Goldkollagen. Die macht die Haut ja, sehr rein im Gesicht, beseitigt kleine Pickel. Wir haben einige Sachen schon gemacht. Angefangen haben wir mit der Maklerei, als wir ganz frisch gekommen sind vor den 16 Jahren. Dann sind wir dadurch in diese Bauarie reingeraten. Alles, was grün ist, sage ich mal, in der heutigen Zeit, das ist rund um die Welt überall am Kommen. Wir glauben dran. Wir glauben dran an diese Sache und wir sind halt so an das, was wir, wo wir dran glauben, das versuchen wir auch durchzuziehen, ja. So, lass uns das mal hier unten hinstellen jetzt mal. 15.000 Euro haben sie schon investiert. Doch bis die Behörden den Vertrieb absegnen, müssen sie ihre Produkte leider zwischenlagern. Oh. Scheiße. Mann, oh. Ganz toll, wirklich. Immerhin, die Köhler-Brüder haben eine Arbeitserlaubnis. Die hat Thorsten Göbel nicht. Deshalb muss er andere für sich schuften lassen. So will es das Gesetz. Dass Torti in gewisser Weise sehr entgegenkommt. Denn abends, wenn deutsche Touristen und Auswanderer zum Schlummertrunk vorbeischauen, kann er sich ihnen in voller Gänze widmen. Und sich bedienen lassen. Nachbar Roman aus der Schweiz will seine neue Kneipe nach dem gleichen Prinzip zum Erfolg führen. So, das ist mein Laden. Da zeige ich eben Fußball sowie Formel 1 live. Ab 16 Uhr öffnen wir die Bar und ist eigentlich bis 2 Uhr mindestens geöffnet. Aber je nach Leute, also wenn es auch noch Leute hat, dann 3, 4 Uhr. Morgens um 3 liegt Torti von nebenan schon längst im Bett. Schließlich ist er jetzt Vater, hat seine wilden Jahre abgestreift und sich ein kleines Imperium aufgebaut. Ja, hier sind wir jetzt im Mopedverleih. Das ist genau neben der Massage, ist arbeitstechnisch natürlich sehr günstig. Und wir haben jetzt 35 Maschinen. Ich habe mit 6 Mopeds angefangen. Jedes Jahr, wenn was übrig war, habe ich immer neue Mopeds dazu gekauft, vom Gewinn. Ne? Ich habe gar keinen Job mehr. Nur noch da sein. Begonnen hat alles mit einem Massagestudio. 9 Damen massieren darin immer noch alles Mögliche. So, hier haben wir die Nock. Arbeitet seit 12 Jahren bei mir. Früher hat sie selber massiert. Jetzt ist sie Kassiererin, verleiht Mopeds, macht eigentlich die Einkäufe, Bestellungen, Abrechnungen. Hier oben in der ersten Etage haben wir 6 Räume. Hier kriegst du im Prinzip Ölmassage, Thai-Massage, Crememassage. Was die Frauen hier oben anstellen, kann ich nichts zu sagen, möchte ich nur nichts zu sagen. Auch ein kräftiger Schauer bringt Torti nicht aus der Ruhe. Das Schöne, warm ist es allemal. Und der Regen hört meist nach kurzer Zeit wieder auf. Und falls nicht, morgen scheint wieder die Sonne. Und dann ist die Kundschaft wieder da. Wenn es mal einen Tag regnet, deswegen sind wir ja nicht gleich ruiniert. Das hast du ja in Deutschland auch. Jeden Tag hast du mal kein Geschäft. Und wenn du einen Biergarten hast in München und es regnet, hast du jeden Tag auch kein Geld. Du bist ja auch nicht ruiniert. Ne? Nee, so schlimm ist es nicht. Roman von nebenan ist optimistisch. Heute bekommt seine Kneipe einen Namen. Es wird Buletten geben und aufhören zu regnen. Die Gäste werden kommen, zu lang und viel Bier trinken, ganz bestimmt. Ding Dong heißt auf Thai verrückt. Und Ding Dong kann man auch als Schweizer, Deutscher verstehen oder Österreicher. Und ich bin ja ein bisschen verrückt, und darum passt das sehr gut. Verrückte junge Leute werden wohl kaum da sein. In dieser Ecke treffen sich die älteren Semester mit thailändischer Partnerin oder auf der Suche nach einer. Es geht ja in Deutschland schon los, selbst wenn du 50 bist. Wo willst du denn irgendwie was frauenmäßig? Und hier kümmern sich die Frauen auch noch um 50-Jährigen. Ne? Wie gesagt, es gibt hier nicht unbedingt Liebe, es gibt Sympathie. Wenn du 70 bist und bist einigermaßen normal, dann kriegst du auch mit 70 hier noch eine Frau, die 20 oder 30 ist. Aber der geht's doch wohl in erster Linie ums Geld, oder? Ja, natürlich. Darum sage ich ja, es gibt ja keine Liebe, es gibt Sympathie. Aber du kannst auch in Deutschland Geld haben, wenn du 70 bist, hast du trotzdem schwer. Oder wenn du jetzt so bist, ein bisschen. Da kann man auch nicht alles mit Geld wegmachen. So, wo ist die Sonne? Da oben. Siehst du? Auch in Pattaya lässt sich nicht alles mit Geld regeln. Wenn der Altersunterschied zu groß ist und die thailändische Partnerin selbst noch ein halbes Kind, das ein Kind bekommt, dann dreht sich die Welt andersrum. Gastwirt Peter Wolfram ist verlassen worden. Er hat um seine kleine Jenny gekämpft und denkt jetzt an deren Zukunft. Mein Kind ist jetzt noch zu jung. Ich denke auch manchmal daran, vielleicht gehe ich doch wieder irgendwann zurück. Früher hätte ich gesagt, ich gehe nie mehr zurück. Jetzt denke ich manchmal doch, man wird älter. Dann kommen die Wehwehchen, da ist dies, da ist das. Dann denkt man von der Schule her, von der Entwicklung her, wäre es für das Kind vielleicht doch besser, wieder nach Deutschland zu gehen. Aber im Moment bin ich noch nicht gewillt. Sie ist erst 3,5 Jahre, ich habe ein bisschen Zeit auch noch. Vorerst ist Jenny meist bei ihrem Papa. Die Mutter ist damit einverstanden, kann Jenny sehen, so oft sie will, aber lebt ihr eigenes Leben. Und Peter ist nicht mehr auf Brautschau, ist nur noch für Jenny da und für seine Gäste. Hallo, Abend, Savadi. Helmut, du alter Haudegen. Der einzige Mensch, der hier ständig arbeitet. Du und du, ne? Mit 80 bist du immer noch ordentlich zugange. 83. 83. Es gibt auch unverbesserliche Optimisten, wie Helmut aus Essen. Ich war schon 4-mal verheiratet mit einer schönen Thai. Eine ist verstorben und die anderen waren auf einmal nicht mehr da. Wenn man immer Pech hatte mit netten Mädchen, jetzt bin ich schon wieder 12 Jahre verheiratet, schon wieder von der Fahne, jetzt plane ich noch mal zu heiraten. Wen? Muss ich gucken, ist sehr schwierig. Ist genau wie Lotterie. Aber es wird schon gehen, ne? Das nennt man Weiberjacht. Helmut kann einfach nicht genug bekommen von den Thailänderinnen. Was reizt ihn so an den Asiatinnen? Erstmal die schönen, langen, schwarzen Haare, wenn sie nicht gefärbt haben. Nicht? Und das Ganze, das sind asiatische Typen, die sind eben anders. Nicht? Die Deutschen sind auch anders. Gibt es ein paar nette und ein paar schäbige. Und der Herrgott hat es ja nicht alle schön gemacht. Und der Buddha auch nicht. Weil da so viele sind, nicht? Da macht man schon mal einen Fehler oben. Nicht? Beim Petrus auch. Bin schon langsam auf dem Weg. Wenigstens sein altes Motorrad ist ihm treu geblieben. Das kann Helmut auch selbst reparieren und behält so alles im Griff. Das ist besser wie das Gerät ist besser wie eine Eheschließung in Asien. Wieso? Weil sie so zuverlässig ist. Immer wenn ich drauf sitze, fest. Leicht beherrschbares Gerät wie am Flughafen. Morning. Dann gehen wieder die Lichter an. Feiern, Spaß haben, für Gesellschaft ist gesorgt. Wir laufen ja jetzt in die Walking Street ein und du wirst ja auch gleich sehen, wie viele verschiedene Bars es hier gibt. Und du musst halt konkurrenzfähig bleiben. Wenn du einen alten, abgelutschten Laden hast, da kommen die Leute nicht wieder. Die wollen neue Sachen haben. So, hier sind wir in der Walking. denke mal, es gibt keinen Platz in der Welt, wo so viele Nationalitäten aufeinandertreffen und es so wenig Probleme gibt. Das ist verblüffend hier in Pattaya. Wie das kommt, weiß ich nicht, weil sie halt alle glücklich sind, die Leute, und ihr Vergnügen hier suchen. Hier kommt keiner her und versucht, Stress zu machen. Die müssen halt mit der Zeit laufen. Du brauchst ständig drinnen irgendwelche Veränderungen, Erneuerungen, ob das Lichteffekte sind, ob die Dance Stage, die muss ständig andere Formen bekommen, um halt ja, mitzulaufen, dass die Kundschaft auch wieder neugierig wird. Guck mal in diese Richtung, was du da siehst. Da ist Fernsehen draußen, da blinkt was, da bewegt sich halt was. Und jetzt guck mal hier hin, das ist tot, da bewegt sich nichts. Es ist wichtig draußen zum Animieren, dass sich da was tut. Und dann werden die Leute auch neugierig und gucken mal rein. Neulich waren wir ja hier und haben euch das gezeigt, dass wir das hier aufpoliert haben. Das Edelstahl draußen. Guck mal, wie geil das aussieht. Jetzt hat das wieder richtig Licht und Wirkung. Das ist hier der Pheromone-Club. Den haben wir jetzt gerade vor 5, 6 Tagen fertiggestellt. Das ist eigentlich unser Meisterstück, was wir jetzt hier hingebastelt haben. Es wurde viel mit Mosaik gearbeitet, mit Spiegeln. Das ist, wenn du reinkommst, es ist einfach fantastisch. In den Clubs und Gogo-Bars gilt absolutes Film- und Fotografierverbot. Auch im Pheromone-Club. Gerrits Bautrupp ist hier ein- und ausgegangen. Also könnte die Besitzerin doch mal eine Ausnahme machen. Sie hat gesagt, dass es halt nicht gut ist, weil für die ganzen Mädels und keiner weiß halt, was mit diesen Aufnahmen gemacht wird. Da muss man auch Verständnis zeigen, ja. Wie oft geht Gerrit eigentlich noch aus? Also ich bin abends gar nicht mehr unterwegs. Hab meine Familie, hab meine Kinder, bin glücklich. Also die Zeiten, wo wir Rambazamba gemacht haben, die sind einfach vorbei. Man wird älter, man wird ruhiger, man wird vernünftiger vor allen Dingen. Was man ja früher alles nicht so beachtet hat. Ja, ja, so ist das halt, ne? Hello again. Du, ich müsste dich heute noch sehen. Hallo! Auswanderer reizt der Zirkus in den Bars längst nicht mehr. Die Deutschen treffen sich dort, wo sie sich wie zu Hause fühlen. Zum Beispiel bei Torti. Die Kinderfrau ist nicht gekommen. Muss er mitarbeiten. Kann ja nicht alleine lassen. Muss er durch, der schläft nachher im Laden, ist kein Problem. Ihr seid ja schon wieder alle da. Alles wie immer. Und alles wieder heim im Stammlokal. Nur, hier kann man draußen sitzen. Es ist warm. Und Romans Buletten, lecker. Ich bin glücklich, dass es den Leuten so schmeckt. Little Germany am anderen Ende der Welt. Von den 10.000 Auswanderern, die es nach Pattaya gezogen hat,